Ja, also die letzten Kilometer auf tunesischem Boden, vom Hotel die Überführung auf der Straße, Autobahn bis in den Hafen, wo wir dann mit der Fähre wieder nach Europa übergesetzt sind. Hier Fotoshooting vorm Hotel. Das Les Sultanes soll wohl das zweitbeste Hotel Tunesiens sein. Dort haben wir einen schönen Abend verbracht und jetzt der nächste Tag durch die Städte und über Land. Gibt es viel zu sehen, fremdes Land, fremde Kultur. Hier eine kleine Müllverbrennungsanlage. Also Dinge, die sich sicherlich in Zukunft auch ändern werden. Genauso hier dieser LKW, ein ganz kurioser Unfall. Da ist wahrscheinlich die Ladung, das war Schrott, durch den durchgerosteten Container gefallen, hat dann die Achse und die hintere Bereifung zerstört. Auch solche wagemutigen Transporte hier immer wieder zu sehen. Das schon im Hafen, hier die großen Wagen und unser kleiner Niva. Vorm Hafen ist immer ein bisschen Wartezeit. Und das ist dann natürlich das. Die große Kunst ist dann, vor diesen einheimischen Händlern da zu flüchten, die dann alles Mögliche an Klimbim und Tan verkaufen wollen. Gab wohl eine ganze Reihe von Zigarettenhändlern. Habe ich versucht, mit der Aussage, Rauchen ist nicht gut, ihn mir vom Halse zu schaffen. Hat er mir recht gegeben, Rauchen ist wirklich nicht gut, aber vielleicht für die Familie, meinte er und hielt mir da so eine Stange, Marlboro oder was immer hin. Ja, irgendwann hat er es kapiert auf der dritten oder vierten Runde, dass ich bei ihm keine Zigaretten kaufen werde. Das Unschöne an der Sache ist, dass die dann irgendwann missmutig werden, wenn man da nichts kauft. Muss man irgendwie aus dem Weg gehen. Die dann nach der Einfahrt ins Hafengelände gab es doch einen längeren Stau. Auch wir als Touristen wurden kontrolliert. Wir mussten den Kofferraum aufmachen, wurden gefragt, was da in der großen Kiste drin ist. Und noch ein Bargeld ist gefragt worden. Es ist vermutlich, hängt es mit der Flüchtlingskrise zusammen. Man versucht dort irgendwelche blinden Passagiere rauszufischen. Also eine etwas langwierige Kontrolle da im Hafenbereich. Und wir waren dann schon lange auf der Fähre und konnten dann von oben noch beobachten, wie dort die einheimischen Transportfahrzeuge intensiv kontrolliert worden. Und hier dieser Zwiebellaster oder was immer das ist, da auf dem Dach, der stand schon rechtzeitig da am Rand und da wurde dann nochmal umgeparkt und stand dann hinten lange an der Laderampe. Das war uns nicht ganz klar, warum der da so lange stand und letztendlich haben wir ja alle auf den gewartet, dass der nur irgendwann mal dort in die Fähre hinein verfrachtet worden ist. Und das weitere hier ist nochmal die Ausfahrt aus der Fähre, wo dann jeder natürlich zusieht, dass er bei Zeiten aus der Fähre rauskommt und dann vorne am Zoll nicht zu lange anstehen muss. Denn nichts schlimmer, als wenn das Fahrzeug vor einem dann nochmal kontrolliert wird und man nur warten muss, bis man endlich das Hafengelände verlassen kann und dann die wirklich letzte Etappe der Rallye auf der italienischen Autobahn beginnen kann. Wir standen dann in Genua noch vor der Herausforderung, erstmal Bargeld auftreiben zu müssen. Die letzten Euros hatte ich ja dort diesen tunesischen Werkstatt in den Rachen geworfen. Und gar nicht so einfach, in dieser dicht bebauten Stadt da einen Geldautomaten zu finden, der A, meine Sparkassenkarte, also Maestro-System nimmt und wo man auch das Auto abstellen konnte. Dann, man braucht ja schon kurz nach dem Hafen auf der Ausfahrt oder auf der Auffahrt zur Autobahn
schon Geld, um die Maut zu bezahlen und dann auch im weiteren Verlauf noch, um zu tanken und so weiter. Haben wir also ein bisschen Zeit verbraucht und dann hatten wir noch über 1000 Kilometer bis nach Hause, die wir allerdings nicht in einem Rutsch gefahren sind. Da haben wir nochmal in Innsbruck übernachtet. Und es gibt ja da schon ein Video von dem Getriebe. Das Auto hat bis nach Hause durchgehalten und am nächsten Tag oder 2 Tage später, als wir wohin fahren wollten, machte sich dann das Getriebe mit den kaputten Zahnrädern ganz deutlich und laut auf sich aufmerksam. Das waren also ein paar Impressionen von unserem Rallye-Abenteuer El Shot 2016. Wie zu erwarten, hat es natürlich länger gedauert, als wir das eigentlich geplant hatten. Geringfügig länger als geplant. Und fürs nächste Mal wissen wir jetzt, wir müssen gezielter aufs Kamera-Equipment achten und darauf, dass man genügend Bild- und Tonmaterial einsammelt, damit man auch dann zu Hause was zeigen kann. Aber wichtig ist natürlich auch, dass wir einfach die Rallye fahren. Das machen wir so nebenbei und bringen dann hoffentlich für die Shot 2017 wieder ein paar Bilder mit. Ich glaube, das Rad hier, das macht mir so einen Bauch vom Haus, weil ich hier Hochholz habe. Ich warte bei also, der Kamera auf, dass ein bisschen aufstehen. Es wird hier dann irgendwo nochmal einen Link geben für die Playlist von den Videos Shot 2016, wer noch nicht alle gesehen hat. Und in der Videobeschreibung kommt dann nochmal zum Andreas Rallye Tagebuch der Link, falls den jemand noch nicht kennt. Und dann hier oben kommt der Link für die Playlist El Shot 2017, wo wir demnächst ein paar Videos hochladen, wenn wir den Kern hier vorbereiten und verbessern und die ganzen Schwachstellen, die wir im letzten Jahr erleben mussten, dann beseitigen. Jetzt muss ich noch Werbung machen für die anderen Niva-Mitfahrer. Da findet sich scheinbar niemand. Das ist vielleicht fühlt sich ja jemand noch animiert, doch mit seinem Niva in der Serienklasse mitzumachen. Ein paar Links dazu, vielleicht dann noch in der Videobeschreibung. Ich koche auch Kaffee mit für euch. Könnt ihr schon Gepäck sparen. Und das kein Angebot ist. Ach Bernd, schöne Grüße. Schön, dass du uns jetzt auch gefunden hast.